Dein erstes Foto, welches Motiv hat dich zum Fotografen gemacht? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich könnte mich an mein erstes Foto gar nicht mehr erinnern. Woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich früher bei meinem Großvater in den Kasten gegangen bin und die alten Kameras geholt habe, die er gehabt hat, und aufgezogen habe und gedrückt und aufgezogen habe und gedrückt. Das war die erste Erfahrung mit der Kamera. Irgendwann habe ich dann gespielt bei Familienfesten ohne Film, dass ich durchschaue und aufziehe und drücke. Das heißt, ich habe fotografiert, bevor ich noch fotografiert habe, weil nichts überblieben ist. Jetzt könnte ich nicht sagen, was mein erstes Foto war. Aber ich bin dann halt schon fotografiersüchtig geworden. Irgendwann habe ich Film geschenkt bekommen und dann habe ich im Urlaub fotografiert. Diese Fotos gibt es, glaube ich, alle gar nicht mehr. Ja, so bin ich zum Fotografieren gekommen und habe halt nicht mehr aufgehört. Tja. Gut. Dein Traummotiv. Was musst du unbedingt noch vor die Linse bekommen? Keine Ahnung. Auch wiederum. Es ist in meinem Job eigentlich so, dass jeder neue Auftrag oder jedes neue Projekt, an dem ich arbeite, ich im Kopf so hernehme, als ob es schon mein Wunschkandidat wäre. Also ich habe jetzt nichts, was ich noch unbedingt machen muss. Irgendwann habe ich mir auf eine Liste geschrieben, was ich gerne noch hätte, ist ein Vogue-Cover und vielleicht ein paar Präsidenten fotografieren. Auf das arbeite ich hin, ja. Irgendwann wird das schon. Gute Fotografie, eine Frage der Technik, ja. Kauft euch eine teure Kamera und ihr seid die besten Fotografen. die Technik macht es nicht aus, also nicht die Kamera an sich. Ein guter Fotograf kann mit der billigsten Kamera gute Fotos machen und ein schlechter Fotograf kann mit einer 10.000 Euro Kamera Mist produzieren. Was eher wichtig ist, ist die Technik im Sinne von Bildkomposition, Aufnahmetechniken, also nicht wie teuer ist meine Kamera, sondern was kann ich damit tun, welche Techniken verwende ich, um dann zu meinen Ergebnissen zu kommen. Ja? Und je mehr man sich da schult und da dran bleibt, desto besser wird man, um sich dann irgendwann teure Kameras leisten zu können, um damit zu arbeiten. Da sind wir jetzt. Worum geht es in deinem Workshop Get Closer? Um Technik. Ja? Also, wir werden probieren, ja, in dieser kurzen Zeit, die wir haben, uns in Bildkomposition und Aufnahmetechniken so weit zu üben, dass wir nachher, jeder mit einem Projekt oder mit einem gemeinschaftlichen Projekt, auf die Welt losgelassen werden, um eine Reportage, eine Bildreportage zu erstellen. Also mein Plan ist, dass jeder Teilnehmer, einzeln oder in Paaren, dann von mir einen Auftrag bekommt, an dem er 24 Stunden arbeitet, von der Idee bis zur Umsetzung, bis zur fertigen Bildbearbeitung und gedruckt und am Schluss soll jeder eine fertige Reportage haben, die er dann präsentieren kann, wenn er möchte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer meines Workshops sollten Spaß am Fotografieren mitbringen und vielleicht auch schon eine gewisse Neugierde haben der Welt gegenüber. Also was ich in Street- und Reportagefotografie sehe, ist, im Prinzip geht es ja nur darum, man geht neugierig in die Welt und dokumentiert das, was man sieht, so gut wie möglich. Ja. Und eine eigene Kamera, wenn nicht schlecht. Am Ende meines Workshops, oder am Ende des Workshops, hat jeder Teilnehmer eine eigene Bildreportage erstellt und hoffentlich noch Spaß am Fotografieren, um das weiterhin zu betreiben. Das ist das große Risiko, dass man dann nach 3 Tagen mit mir einfach keine Lust mehr hat zu fotografieren und sagt, Kamera weg und ich fange zum Zeichnen an. So, ich hoffe, das passt. Super, danke schön. Ich freue mich.